Und das sind wir wieder zu Pokémon 5. Rubin! Aslock. Nicht Feuerrot. Nein. Feuerrubin. Ich will. Oh, ich darf widersprechen. Ah, ich bin auch dabei, übrigens. Oh, fuck! Du hast vergessen, die Pokémon zu ändern. Ja. Da ist immer noch die Meldra vorne. Ja, okay. Geh's weiter. Willkommen, mein Name ist Rosina von Top 4. Ich bin von weit her nach Höhlen gereist, um meine eisigen Talente zu trainieren. Aus Sinnoh soll es der Stamm. Aber bisher haben mich nur lausige Trainer mit noch lausigeren Pokémon herausgefordert. Wie zum Beispiel Leute mit einer Vierfachschwäche gegen Eis vorne hinstellen. Wie sieht das mit dir aus? Es würde mich überaus freuen, wenn du mich zwingst, alles zu geben. Ich will dich nicht dazu zwingen, alles zu geben. Zwing mich! Zwing mich! Zwing mich, gib's dir! Knebe mich! Sag schmutzige Sachen! Küche, Badezimmer. Meine Unterhose. Meine Mutter, Liebe Eltern, komm mal wieder zurück. Wie hoch ist deine Spezialverteidigung? Auch akzeptabel. Ball! Eiseskälte, tot! Stimmt, das können die Viecher ja auch noch. Ich mag den Leute. Nicht Schild! Sing! Nicht Eiseskälte, tot! Trollolol! Light Screen! Das ist wirklich ein Troll. Kannst du es auch. Nee, Raub ist auch speziell. Paralysieren oder Donnerblitz heißt. Dönerblitz! Wenn du mit Eisschlag kommst, hau ich dir einen Dönerblitz rein. Beide Leute machen sich nicht gerade viel Schaden. Du hast ein Stahl-Pokémon, was hast du da eigentlich so Angst? Sie starren einander an. Ich weiß es nicht. Ich hab. Der hat immer noch Dings da. Wasser-Pokémon. Ja, trotzdem, der wird nicht auswechseln. Das ja. Deswegen wecken. Ich wollte ja nur den Lichtschild rausholen. Und was war mit dem Dönerblitz? Das habe ich voll gesehen, ja. Ich gehofft, dass es paralysiert wird. Ja, deswegen nicht der Funkensprung oder so, ne? Nee, es wird die 10%ige Schwanz noch haben. Wie viel machst du nach dem Lichtschild und der schlechten Spezialverbindung? Akzeptabel, kann ich nur akzeptieren. Aber es hagelt. Autsch, ja. Oh mein Gott. Verdammt, der tat weh. Der tat weh. Siehst du, ich hätte auf die Flimmklau hätte auch greifen können, von mir aus. Hätte, aber bis jetzt hat sie überhaupt nicht. Na gut. Ich warte noch auf den richtigen Moment. Yay! Du wolltest den Lichtschild abwarten, bis der weg ist. Ja. Genau, damit meine Metallklaue mehr Schaden macht. Ja. Weiß man doch. Ich bin immer für einen epischen Auftritt gut. Du hättest einen Felsgrab machen können, zum Beispiel effektiv jetzt gewesen. Stahl ist auf Eis auch sehr effektiv. Nein. Umgekehrt. Stahl ist auf Eis sehr effektiv. Nein, es ist umgekehrt. Stahl ist immer noch auf Eis sehr effektiv. Du redest gerade vom Boden, aber ich rede von Stahl. Zum dritten Mal. Ich bin mit einem Gedanken woanders. Ich war die ganze Zeit am Boden. Die greift ja immer noch. Ich hab gedacht, die haben zwei. Nee, war nur der Champ. Jetzt hör auf, mich zu abfahren. Das finde ich echt uncool. Nee, ich habe erwartet, dass die nochmal heilt, damit die Felsgrab jetzt eilt. Ich hasse das, wenn mein Gehirn schneller ist als meine Ohren, ehrlich. Stahl ist auf Eis effektiv und ich in meinem Kopf die ganze Zeit, Boden ist auf Eis effektiv. Nein, umgekehrt. Ich hasse es hier, ja. Das Ding kann dir jetzt gleich richtig wehtun. Mach das Blizzard oder Aquaquelle. Wir werden es nie wissen. Auf jeden Fall würde es mir weh tun, wenn es jetzt ein Surfer oder sowas rausholt. Ja. Aber ich reduziere noch den Angriff, damit es, falls es irgendwie physisch angreifen sollte. Ich mag Mopsy. Ich finde Seon toll. Ich benutze es immer fürs Durchspielen. Kann das Ding nicht Body Slam? Keine ja. Ahnung. Zumindest ist der Body Slam reduziert. Da haben wir den. Was würde ich jetzt für einen Drachentanz geben?
Gar nichts. Doch, da könnte ich jetzt mit Stärke durchrocken. Ja, was würdest du denn dafür geben? Surfer, Regentanz oder Eisstrahl? Ja, den Regentanz dann in dem Fall. Ja. Dann hättest du einfach Regen, dann hättest du einfach den Eisstrahl für den Regentanz geben müssen. Ja, hätte er mal gemacht, da war er aber nicht, jetzt ist er blöd. Ja, jetzt bist du gearscht. Jetzt bist du, naja, wie ist der Fachterminus? Ach ja, gefickt. Nee, ich kann hier die Stärke sogar aufbrauchen in dem Kampf. Wieso hast du noch Jona Gubian? Stärke bringt mir beim Champ überhaupt nichts. Weil ich den Gesteinsboden-Pokémon. Gesteinsstahl-Pokémon. Ja komm, der Stahlchamp, da musst du mit Stärke durchknallen. Na gut, natürlich. Wenn du da nicht stark bist, ey. Die Stärke geht gar nichts. Wie er so schön blau ist. Na komm. Hey. Nur das Salreis hatte den Eiskälte drauf, wenn ich mich ganz täusche, oder? Und den Hagelsturm im Ring. Der Hagelsturm interessiert mich gerade nicht. Ich will nur wissen, ob die anderen Pokémon Eiskälte drauf haben. Eiskälte, los! Oder so. Schlimmer. Schlimmer. Genau, schlimmer als ein Pokémon zu verlieren, das ist, wenn es verliebt ist. Ja, weil es genauso sinnvoll ist, als ob ich es verloren hätte. Nicht wirklich. Ja gut, hörst du. Aber du kannst jetzt Eiskälte machen, weil Anziehung ja schlimmer ist. Nein, besser. Es könnte wieder aufhören zu hageln. Ja, das wäre gar nicht mehr so schlecht, aber dann würde ich wieder Hagelsturm machen. Ja, aber dann kann ich Regen. Hey, hey. Ich bin schneller. Das heißt, wenn es Hagelsturm einsetzt, kann ich den Regentanz einsetzen. Er hat sich verliebt. Nein, du liebst nichts. Du bist ein Garados. Nein, nur Agro liebt etwas, nämlich sich selbst. Stimmt, jetzt kann ich supporten. Perfekt. Und zwar. Smogmog. Den Donner. Komm. Das bringt dir aber nichts. Der holt doch permanent den Hagel wieder raus. Aha, Blizzard trifft nicht. Kackhuhn. Nein, Problem. Ja, wir haben ein Riesenproblem. Ja. Der Senf ist alle! Nein! Egal was, ich bin stolz auf dich. Nicht einmal verliebt. Und tschüss, Seon. Und es kommt... Ach, da... Wäre noch ein Tor. Alter. Du kannst es jetzt wenigstens sicherer... Nö. Da doch. Macht ja weniger Schaden als ein Weihrei. Es macht trotzdem... Hagelsturm. Hagelsturm. Ich setze noch einmal den Surfer ein. Vielleicht killt es ja, ich habe einen Regen draußen. Vielleicht kommt ein Crit. Oh, da Hagelsturm. Husten. Wir haben ein kleines Problem, was mir nicht gefallen tun. Es hagelt. Ja, das ist einer dieser Sachen, die mir nicht gefallen tun. 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 Wie ich eigentlich erwartet habe, dass Garados eigentlich fast alles macht. Gut. So ein Wasser-Pokémon kann doch nicht helfen. Ich bin jetzt am Nachdenken. Ja. Wird. Hat Surfer genau die Hälfte abgezogen? Ja, mit Regentanz. Ja, dann ist es perfekt. Dann müsste es reichen? Nee. Soll es ja nicht. Ich verstehe dich nicht so ganz. Du hättest einfach den Regentanz rausholen können und dann Surfer machen können. Stopp! Da war der Crit. Du sagst, da kommt doch ein Crit. Ach, Fernandor. Hättest du nicht einmal den Eisstrahl machen können und danach den Crit? Nein, ich hatte aber schon vor auszutauschen. Deswegen habe ich ja auch nicht den Surfer stärken. Was labert ihr? Die haben zwei Tränke. Hab ich doch gesagt. Zumindest habe ich beim Champ behauptet. Ich habe nie gesagt, dass sie keine zwei Tränke hat. Ich habe bloß gesagt, die benutzen Tränke. Ja, aber Raphael hat gesagt, die haben noch einen. Nein, ich habe gesagt, die haben... Nein, du dachtest, die hätte bloß einen, weil sie vorhin einen verwendet hatten und nach keinen mehr. Das auch. Und weil Raphael es gesagt hat. Okay. Hey, ich habe das nicht gesagt. Das Einzige, was ich gesagt habe... Ich habe Aufnahmen hier. Ich hab gesagt, der Champ hat zwei Stück, ich fordere Videobeweis! Okay, nach der Aufnahme.
gut, ja. Warum ich jetzt aller Football in meinem Handtuch geworfen habe, egal. Mir ist so warm. Christian, mach mal schneller. Mir ist so warm. Komm, ja. Paralyze. Der Gegner ist paralysiert, haha. Ja, also auf Deutsch nur in it. Oh. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ist ja nur in Senkung. Und dann ist es direkt paralysiert. Direkt die Full Para. Oh Mann, du hast so viel Glück, Mann. Nur Hack, gewinnst du nicht Hex, Mann. Na, finde ich auch. Und solange ich sie gewinne, ist es mir doch egal. Spuckball? Nein, dann nicht ein Spuckball auf meinen Ball. Fällt mir mal gerade auf, du bist so beschissen in Spitznamen. Das ist nichts Neues. Tut mir leid, ich wollte eigentlich Elektroball gar nicht ins Team nehmen. Musste ich aber. Wenn du so schlecht bist. Ich möchte nicht an einer anderen Rubin-Nasslock erinnern. Raphael. Hey Rubin, ich dachte, wir spielen Platin. Ja, wir sind gerade bei der Siebte Arena. Eis. Okay, na dann, du, dachte schon. Nee, die hat kein Föhn und Tor, die hat Frost Danger, bitte. Stimmt. Was laberst du dann? Gut. Spiel das doch Smaragd. Es hat auch Smaragd, ne? Einfach Donnerblitz drauf. Eiseskälte, toll! Nehm das! Oh, das reicht nicht. Komm, okay, hol den Hagel, hol den Hagel. Das geht auch. Okay. Oh, eine Zitrusbeere, das passt sich ja natürlich sehr gut. Den nutzt auf keinen Fall einen Trank. Und dann eine Zitrusbeere ja nur um 30. Sie hat ihre 2 schon gemacht. Was? Kann sie auch nicht mehr, sie hat ihre 2 schon gemacht. Ja, also mehr als 2 Tränke haben sie nicht. Das ist egal. Dann hätten sie ja mehr als der Redreiter. Mein Ball hat dein Walreis angezogen. Ich weiß gar nicht, wie viel der Champ hat, war es zwar, oder? Der Champ kann sogar 4 haben. Darf's jetzt auch vorlesen. Wanted einfach alles. Geh weiter in den nächsten Raum. Und dort wirst du die schrecklichste Seite der Pokémon-Liga kennenlernen. Gegenfrage, wie konntest du gegen den Drachenfuzzi verlieren? Hab ich nicht. Sie redet mit Veronika. Nein, ich krieg grad von der Eisfuzzi. Wie konnte die gegen Drache verlieren? Das ist ja Veronika, du blöd. Nein, das ist Ja, ups. Das ist doch Antonina oder so. Ach ja, stimmt. Nee, Antonina war die Geist. Das ist Frosina, Antonia ist die Geist. Stimmt, Frosina, die hat ja auch so einen dämlichen Namen. Ja, genauso wie Dragan, der jetzt kommt. Ich will mal kurz gucken. Okay, der Captain. Okay, der Eisstrahl reicht noch. 9 Stück sollte für Drache reichen. Bei 2 Ja, beginnt mit Rasche. Komm, soll ich ihn mehr so auf Militärspieß oder mehr so auf Schiffsmann sprechen? Wir lassen uns überraschen. Okay. Meister in Schildbrauch, ich bin der Letzte der Top 4 in der Pokémon-Liga. Dragon, der Drachenmeister. Meine Tiere sind Pokémon wild, sie sind frei. Manchmal behindern sie uns, manchmal helfen sie uns. Jetzt komme ich auf Ostdeutsch, scheiß drauf. Weißt du, was es bedeutet mit Pokémon als gleichwertigen Partnern zu kämpfen? Meister in Schildbrauch. Weißt du, was verlangt wird? Wenn du das nicht weißt, wirst du einen hier an dieser Stelle als Zeitern. Glaube ich, streng wäre besser. Ich bin jetzt gerade von so einem norddeutschen Dialekt auf Ostdeutsch über leicht asiatisch. Das R gerollt zum Beispiel. Okay, ich mach danach so einen Militärspieß, das ist besser. Ja, das passt eher zu ihm. Er ist ja voll traurig und ist voll sauer da. Ich dachte bloß Schiffskapitän, da passt so Hamburger norddeutsch Dialekt. Was hat er mit seinen Pokémon gemeinsam? Sie gehen One-Hit. Ne? Nein. Sie sind beides nur Gerüchte. Der Typ Drache. Nein, die Welt reicht schon, als was mein Garados. Und natürlich krieg ich die Para. Kriegst du nur die Full-Para? Ja. Toll! Oh, ich finde die Beldra hier so wunderschön. Genau wie in X und Y. Sandsturm finde ich natürlich etwas bescheiden. Ich meine, in der dritten Gen und in der vierten und fünften hat mir das Sprite von die Beldra nicht so gefallen, aber hier sieht er verdammt schön aus. Weh, ich krieg nochmal Full Para.
Danke, weg mit dir. Ice Beam! No, Libeldra, I love you so much. Du bist in meinem du bist in meiner Hosentasche. Was macht ein Libeldra in deiner Hosentasche? Wie passt es da rein? Pokéball! Glaube ich nicht. Altaria Sprite sieht nicht so schön aus. Komm, bitte, das sind die ersten Versuche dieser Pokémon. Bin jetzt am Überlegen. Soll ich heilen oder? Na, schrei lieber. Das Ding könnte irgendwas Unangenehmes haben. Was? Warte mal, Drachentanz, Feuer oder... Drachentanz. Das Ding ich noch Erdbeben hat, sondern weiß ich nicht, ob es Aeroas hat. Nee, es hat kein Erdbeben, weil Erdbeben hatte nur die aus der Arena. Stimmt, hat bloß das vom Wiebke. Das ist total asozialist. Was verdammt cool ist. Nein, das... Okay, setz ruhig zweimal Drachentanz ein, dann kill ich dich einfach so. Danke für Warum hat das Ding eigentlich Sandsturm drauf? Das verstehe ich gerade nicht. Das war die Beldra mit dem Sandsturm. Ja, ja, deswegen. Das passt eigentlich voll nicht zum Kompress. Oh, du hast eine echt... Oh, ich krieg den Freeze, aber trotzdem bringt mir nichts. Ich weiß, was als nächstes kommt. Komm, Sandsturm tot. Nein, Mist. Bestimmt ein KP gerade. Na, das ist... Es ist meistens ein KP. Ja. Ist immer der Zufallswert, der gegen einen ist. Ja. Jetzt hätte ich auch nicht zwingend, aber meistens. Stärke zum Guten. Au! Das könnte wie. Oder vielleicht brauchst du die gar nicht. Bodycheck, stimmt. Das kann's noch. Damit wieder ein Level up für Garados. Das ist übrigens keine Beldra, sondern Altaria. Sag ich doch. Da kommt ein Beldra. So. Ja, aber das hat bestimmt keinen Bodycheck. Doch. Ja. Dann Knirscher. Hat meins auch. Muss deins crittet nicht. Muss deins aber auch nicht. Ja. Und. Natürlich. Gut, dann geben wir uns mal eine Heilrunde. Tragern. Gönnen wir uns mal. Du süße Trauma, süß aus. Wie gern hätte ich jetzt einen Libeldra. Kann dir eins geben, hab zufällig zwei meiner Y. Ich hab glaube ich drei. Ich hab noch gar keinen CV trainiert. Und das. Auch da quitt ich das Libeldra weg. Aber Hauptsache ich hab drei Kluraks, noch drei in Planung. No. Natürlich. Ich habe auch drei Potrots. Rotalanda. Ich habe auch drei Gardevoirs. Ich habe drei Psyanas. Ja, speziell kommst du gegen mich nicht an. Und tschüss, Rotalanda. Hoffe ich zumindest. Na. Glaube ich nicht. Okay, dann kriegst du halt meinen letzten. Das wäre sogar recht gut. Ja, jetzt dann kommt dann gar nicht erst. 30 KP, bitte. Eben, dann kommt. Und nicht in die Verlegenheit, das. Komm, letzter Eisstrahl. Crit. Ui, ausmalen. Ich hätte gelacht. Ja. Ach nee, ich weiß genau, weil der Crit kommt. Der kommt im nächsten Kampf gegen Stolos. Ja. Weil du darfst jetzt nicht vergessen. Super streng. Ach ja. Gewonnen, du hast gewonnen! Dir gebührt wahre Ehre, Kadett, da du als Trainer der Pokémon so weit gekommen bist. Du weißt, was verlangt wird. Ja, ein Soldat braucht ein ehrliches Herz. Kadetten berühren das Gute im Herzen des Soldaten und lernen zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Sie berühren die guten Herzen der Soldaten und wachsen daran. Geh weiter! Der Führer! Er wartet nicht! Der Führer! Okay. Das erste Pokémon ist, glaube ich, Panzer Eron. Ja. Definitiv. Da darf mal Kamerup was machen, weil ich... Macht halt wenig. Eruption! Panzer Eron, Erdbeben! Nein!
Surfer. Ja, stimmt, wäre noch cooler. Willkommen, Blut. Ich habe schon drauf gewartet, dich eines Tages hier zu sehen. Und hast du alles auf deiner Reise mit dem Pokémon erlebt? Was hast du gefühlt, als du auf so viele andere Trainer getroffen bist? Na, ich habe sie fertig gemacht und habe teuflisch gelacht. was in dir erweckt? Ich will, dass du alle das im Kampf gegen mich einsetzt. Nun zeig es mir. Ich habe ihm jetzt viermal eine andere Stimme gegeben. Du hast immer vergessen, wie ich ihn vorgelesen habe. Weißt du, was scheiße ist? Der Typ wusste, dass du kommst. Das heißt, die Drecksau hat das Skript gelesen. Was für eine Schmuckele! Los, John! Was? Das geht überhaupt nicht, ey. Weißt du, Skript lesen geht gar nicht. Es geht gar nicht, diese Stimme. Alter, nein. Warum Stachler? Was für eine Stimme, wäre dir lieber gewesen, irgendeine Attacke, die deine KP so senkt, dass deine Eruption keinen Schaden mehr macht? Ja. Wie zum Beispiel jetzt? Ja, gut, aber du fandst ja auch nicht so. Stimmt. One-A-Kale ist langweilig. Oh, dann kommt der Deck mit Stolos. Ich hab ein Erdbeben. Er auch. Er auch, und das könnte dir echt Schaden machen, weil das nämlich jetzt ein Crit ist, tut das weh. Oh. Oh. Oder dass das kein Crit war. Ja, der hat echt weh getan. Obwohl die physische Verteidigung von John nicht gerade schlecht ist. Aber dafür hat Stolos ein bisschen mehr weh getan. Ja, ist eine Vierfachschwäche. Da ist auch der absolut hohe Bulk von Stolos nicht wirklich ausreichend. Da kommt jetzt. Oh! Der rückt schon mit dem Signature an. Todbringli! Da rückt er schon mal mit seinem Signature an. Das Ding kann übrigens auch Erdbeben. Ja. Puh! Da kommt er. Oh, Psychokinesis kann aber auch wehtun. Und es... Nicht so. Es hat wehgetan. Okay. Ja, und ich denke, die Spätzleffer, aber es ist nicht so schlimm wie Erdbeben, vor allem, weil mir... Hättest du das mit den... Das hätte ihn nicht auffallen sollen, das wäre viel cooler. Und passiert wenigstens was. Boah, Christian, du bist genauso langweilig wie Suishimaru. Erstens wäre es... hättest du sowieso ausgewechselt nach der Spezialverteidigungsdrop. Ja, deswegen, das hätte dir nicht auffallen sollen. Natürlich quittet das. Natürlich quittet das. So wenig trotz Crit, ey. Du hättest das one-netten sollen. Ich bin aber unter der Hyperstrahl. Okay. Volltreffer. Hyperstrahl ist ja noch physisch. Metakross physischer Angriff ist echt hoch. Volltreffer. Ich hab dem Volltreffer gesagt. Metakross, ich bin von dir enttäuscht. Garados und Wassertemp? Nee, Bedrohr. Bedrohr. Kapo dort der Wassertempo. Ja. Richtig. Genauso wie Barschwar. Ja. Ja. Dann werden es coole Pokémon und verlieren Wassertempo. Ja, gerade das wäre Wassertempo noch so geil. Ja, bei Milotic finde ich zum Beispiel Notschutz besser. Ja, das schon. Aber bei Garados wäre Notschutz. Ach komm, nicht Sternhieb. Angriff steigt. Gott, bist du langweilig, Metagross. Du kriegst ja noch mehr. Das Schlimme ist, er macht genauso viel Schaden, dass wir mit Hyperstrahl umfallen. Komm, Hyperstrahl. Tot. Danke. Metagross, du bist so. Der wollte gerade seinen Angriff steigern, dass der nächste Hyperstrahl dich defensiv vom Feld fegt. Ja, aber jetzt komm ich mit Surf. Na gut, jetzt wird wahrscheinlich nicht so viel Schaden machen. Hyperstrahl Crit. Oh. Chinese Spätz Death Drop. Da muss er wechseln. Ja. Mann, Metagross, gib dir Mühe. Du wurdest von Suishimaru als Todbringli getauft, ja? Und Todbringer, komm. Und er stirbt nicht. Und jetzt komm. Crit. Irgendwann fliegt der Crit noch, obwohl das Flugkart schon einer. Natürlich. Du hast bis jetzt Glück, dass der Angriffsbuff nicht kommt. Ja, das stimmt. Ich muss jetzt nur überlegen. Komm, heil dich so hoch, dass du... Ja. Komm, bring's mit Surfer jetzt um. Mhm. Nein! Ein KP! Ja. Tschüss, Kai! Nein! Das war mir so klar! Er hat Erdbeben. Sternhieb. Der ist auf Cooldown. Stimmt, aber. Musstest du das erwähnen? Das ist egal, der hat es sowieso rausgefunden. Nee, hat er nicht erst, wenn er das Pokémon rausgesetzt. Ja, aber komm, ich wollte den epischen Auftritt haben, dass ich sein Signature umhauen darf. Übrigens verlegen Stacheln. Ja. Würde ich idealer. Idealer, einfach Erdbeben. Irgendwas, was auf jeden Fall treffen kann.
Was hat er noch? Amaldo, Wheelie und Lepomentas. Ja, also... Ja, geht. Bei Lepomentas will ich nicht drin bleiben, das ruft er nämlich jetzt rein. Nein. Nee, Amaldo? What the fuck? Erdbeben, Durchbruch, tot. Hat das Erdbeben und Durchbruch? Fuck. Das Ding... Jetzt... Die Klappe an. Hey, ich will nicht sterben! Zurück, Mike! Los, Juli! Töte ab! Ja, komm, Alter, die wusste ich auch noch. Ey, das passt zu mir, ich bin verwirrt! Okay, jetzt musst du einfach Angriffe einstecken. Ich muss mal kurz hochheilen. Kommt die Antikraft. Die sollte ein bisschen weniger Schaden machen. Ich hab jetzt eigentlich den Buff erwartet. Oh Gott, nein. Los. Mir ist klar, dass ich einen Abgangsbund noch auf Smogmog drauf hab. Ist egal. Bist du das Ding opfern? Deine Parts wenigstens spannend. Geh ich halt down. Wenn's sein muss, dann hau ich den Abgangsbund raus. Du haust dich, wenn's selbst. Feuersturm wäre neutral. Also, Rift öfter als Donner. Spukball wäre auch neutral, allerdings nicht so stark. Bin verwirrt. Ah. Jetzt wird's krank! Amaldo Sweep. Das wird nicht passieren. Amaldo. Hau dich selbst! Ich bin verwirrt. Ach, was bist du denn? Das bin ich nicht, ey. Amaldo Sweep. Amaldo Sweep. Du musst aber erstmal zum Abgangsbund kommen. Amaldo Sweep. Dann natürlich gehst du jetzt daneben. Ja, der Abgangsbund geht auf nächste Runde, ne? Ja, Amaldo. Ja, aber jetzt muss ich Abgangsbund nochmal drücken. Ja, und? Jetzt hast du sogar die Sicherheitsvariante, falls jetzt ein Quit kommt. Komm, quitte. Och. Amaldo Sweep. Du siehst, dass ich die ganze Zeit Abgangsbund drücke. Glaubst du, dass das wirklich noch ein Sweep wird? Ich hätte geheilt, sein Smogmog, dann hätte es noch was gebracht. Ja. Tschüss, Smogmog. Aber Raphael, du hast zumindest den Amaldo-Sweep auch gehalten, den du unbedingt haben wolltest. Du meinst, die ganze Erfahrung ist selbst. Warte mal, Lepomentas. Lepomentas oder. Und Wheelie. Lepomentas, perfekt. Ja. Weil für Wheelie hast du noch Staulos mit. Na gut, Lepomentas dürfte nicht viel Chancen haben. Kann immer noch beide Schilde rausholen. Oh, Langweilig. Bad Crit. Der Erdbeben! Von mir aus? Ja, das wusste ich! Aber dass es jetzt einsetzt, war ja der lustige Part daran. Hätte, glaube ich, gar nichts als Angriff am Tag, oder? Er hat auf jeden Fall Lichtschild und Reflektor. Billy, tank alles weg! Hat auf jeden Fall Lichtschild und Reflektor. Ja, Psychokinese hat auch noch. Tank alles weg. Mach den Toxin. Boom. Ah, verbraucht dein AP. Ah, Glück gehabt. Wie gut ist deine physischen Verteilung? Ich weiß, dass deine Verteilungswerte gleich gut sind, aber trotzdem. Was tun? Du kannst versuchen, ihn zu paralysieren. Ja, versuche ich auch jetzt. Du hast wesentlich zu hoch trainiert. 55, ich bin unter dem Champ-Grad. Wesentlich zu hoch. Dann mach du doch selbst die Challenge. Ich hasse Nasrock-Challenge, weil nie was Spannendes passiert. Ja. Ich meine, du siehst doch gerade bei unserer Challenge, die wir gerade privat machen. Mir ist gerade mal ein Pokémon weggestorben und ich bin schon fast in der sechsten Arena. Ey, es ist auch bitte die sechste Gen. Das ist nicht gerade eine schwere Gen. Es ist einfach sterbenslangweilig. Du wolltest halt keine Level Cap haben. Wir haben die nie erwähnt und außerdem wäre das unmöglich gewesen. Jetzt auf einmal ist es so möglich.
Das Vidi nervt mich. Soll es auch. Nicht Heilpuder, Topgenesung. Obwohl, nur Heilpuder reicht eigentlich auch. Aha, Paralyze. Der Kampf ist schon so kackenlangweilig. Ich weiß, dass ich den jetzt gewinnen werde. Glaub mal, die ganze Zeit ist bei dir toppenlangweilig. Das Ding ist paralysiert, du kannst mit der Stahlattacke von Stollers ziemlich schnell zum Teufel jagen. Ja, aber ich hab immer noch... Ja gut, der Gigasauger könnte immer noch wehtun. Wie bitte, was? Das ist ein Wheelie. Ja und? Wie schlecht unterschätzt du bitte Stollers? Ja. Okay, auf Mikes Wunschen. Nein, du musst... Ich meinte bloß, falls die Beltra abkratzt, kann Stollers den Rest erledigen. Ah. Du warst gemeint. Gott, ehrlich, willst du den Zuschauern wirklich noch mehr Langeweile zumuten? Nee, er speedet da schon. Ach, für sowas braucht man doch nicht speeden, ey. Stollers raus, gut ist. Das ist die Paralyse weg. Also wenn man einen Part schon speeden muss, dann ist das echt traurig. Der hat noch eine Top-Kiss. Willi, du hast das Ding kann auch an Zielkraft. Ja, aber das hat nicht so den Glück wie Amaldo. Noch eine Top-Kinney. Okay. Das Ding macht dich fertig. Du könntest dann trotzdem langsamer wechseln, weil ich glaube, Konfuschal hat er nicht mehr. Okay. Und die Antikraft macht Stollers nicht kaputt Schaden. Nein, die Ach, Alter, noch eine Top-Genesung. Ja, Metallklaue. Ja. So. Angriffssteigerung. Do it! Okay. Ich hab die ganze Zeit gesagt, hol dieses scheiß Stollers aus. Nein, wir müssen es beheben. Siehst du? Ja, ich hab den grünen Abschluss, siehst du? Du hast das Metagross und das Willi besiegt. Herzlichen Glückwunsch! Die Gefühle, die du deinem Pokémon entgegenbringst und Pokémon, die diese Gefühle mit all ihrer Kraft antworten. Sie werden eins und bringen eine weitere große Stärke hervor. Und so gehört es sie heute dir. Du bist mit Recht Höhns neuer. Ne, ich bin hier Glut! Glut, ich bin ein allergrößter Fan und so. Ich muss dir unbedingt einen Rat geben, bevor du gegen den Champ antrittst. Ich bin schon fertig. Mein Was? Glut, das kann ich nicht. Das kann nicht sein. Nein, es ist schon vorbei. Alter Mädels, hier ist mal ein durch. Ulrich, sei ruhig! Hallo da. Kannst sprechen. So, war klar. Siehst du? Was habe ich dir gesagt, Maike? Ich wusste, du brauchst dir keine Sorgen, um Glut zu machen. Was für ein Chip hättest du mir geben können? Gut. Ade. Gut, du hast es geschafft. Ich habe die Pause vergessen, die Epic Rap Pause. Als ich hörte, dass du deinen Vater in der Arena von Lindenburg City besiegt hast, wusste ich, dass du eine Chance hast. Aber dass du sogar den Champ geworden. Also, das Champ. Oh ja. Was ist das deine Pokédex? Lass mich mal sehen. Das interessiert mich nicht, nein. Nein. Das läuft doch gut, Dagmar, Mann. Nein. Das... Also dann sage ich, herzlichen Glückwunsch. Nun kannst du mit Stolz den letzten Raum betreten. Blut. Nein, neuer Champ, komm mit mir. Nein, er will mich vergewaltigen. Tut mir leid, aber dieser Raum viel Spaß wird nur dann. Trainer betreten, die Champs kurz. Warte bitte draußen, du Professor. Grummel. So klingt sie. Du bist ich mach nur Spaß. Ist schon okay. So sind die Regeln. Drecksack! Gut, ehrlich, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Speed! Dieser Raum. Hier verzeichnen wir die Pokémon, die siegreich aus harten Kämpfen hervorgegangen sind. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Yes! Wie leer der Raum ist. Komm, schreiben wir deinen Namen nieder als ein Trainer, der über die Pokémon-Liga triumphiert hat und die Namen deiner Partner ebenfalls.
Yeah. Mike ist das Pokémon, was am längsten überlebt hat. Nicht Pokémon-Trainer, bitte. Nicht Trainer, ja, das war das nicht. Soldat. Genau, Soldat. Trainer war Soldat und die Pokémon waren Kadetten. Okay, schon wieder ist Mingalos gestorben. Das ist jetzt schon das zweite oder dritte. Gibt halt so viel Karpados hinterhergeschmissen. Und Smog und du hast den Sweep aufgehalten. Leider. Hast du gut gemacht. Warum muss ich für was nützlich sein? Der Abgangspunkt war doch gut. 69 Stunden Spielzeit. Aber viel schlimmer, Mike, warum hast du ihn auf die Idee gebracht? Was? Den Abgangspunkt zu drücken. Hat sich sowieso gemacht. Hab ich das gesagt? Hätte ich wohl. Hättest du gar nicht. Hätte ich wohl. Hättest du gar nicht. Und ich hab ihn auf die Idee gebracht, echt? Ja. Gerade echt verwirrt. Was machst du da? Ich weiß es nicht. Ich mach noch kurz einen epischen Abgang. Übrigens hier Bootsticket, ich bin mal wieder weg. Ich muss nämlich eine Rede leiten, im Gegensatz zu diesem kleinen Kacknoob. Du bist ja nur Champ, ich kann viel mehr. Ja, genau. Ich muss mal für Rayquaza noch irgendein Event auslösen. Du musst einen Handstand machen, dabei eine Coke trinken. Habe ich gemacht. Weiter. Da musst du dich im Kreis drehen, dabei bellen wie ein Hund und einen Ball über Xenerobil rüberwerfen. Habe ich. Das wird lustig jetzt mit Rayquaza. Weil dorthin zu kommen ist echt anstrengend. Aber ich kann. Der Vorteil im Emulator ist, ich kann die Geschwindigkeit langsamer machen. Ich muss ihn nur noch finden. Wo war das denn? Hier irgendwo musst du gleich nach oben rein. Gott, du bist so ein Kacknoob, dass du sogar einen Emulator benutzt dafür. Was? Gott, Christian, du bist so langweilig. Es ist so langweilig.
Ey! Du hast ihn mal nicht angelogen. Garados darfst du nicht einsetzen, das ist tot. Warum das? Weil es in der Liga gestorben ist. Ach ja, stimmt. Jetzt verkackst du es gegen Garados. Garados sag ich schon. Dein Quasar. Bam! Also wenn du weißt, dann setzt die ganze Zeit Wutanfall ein. Bam! Ja, jetzt kannst du aber Garados einsetzen, vielleicht kraftst du es noch. Ah ne, Garados ist tot. Ja. Oh Mike, Zyn. Wenn ich es jetzt noch wirklich schaffe. Ja, ich bin's wieder. Ich bin's wieder! Ich wollte sterben! Okay. Ich bin's halt wieder. Okay, das war's. Eigentlich wollte ich ja verkacken. Aber Mike hat sich so gut auch. Nö, ich mache jetzt drei Quasar. Ich bin einfach zu episch. Ich bin einfach zu episch. Wieso wolltest du eigentlich verkacken? Darf ich das mal verstehen? Als epischer Abschluss, aber naja, ich war einfach zu episch. Eigentlich wollte ich wirklich noch zum Schluss einfach verkacken. Aber ich kann mir da nicht helfen, ich bin halt einfach... Einfach zu awesome. Komm, Arroganz ist bei Christians Let's Plays fehl am Platz. Dann gucken wir uns die gestorbenen Pokémon jetzt an. Diese Speed-Taste, mich würde das so aggressiv machen als Zuschauer. Ach, das war die erste Arena. Ein Zickzack, das zweite Zickzack, das andere, das nächste. Es sind ziemlich viele Zickzacks draufgegangen. Bumi. Du hast es nicht Tonanlagina genannt. Das ist ja das Kind von den beiden. Da ist mein Starter Bumi gestorben. Ja. Da ist Anten. Die beiden sind und das Schlimme ist, der Starter ist noch kurz vor der Elektro-Arena gestorben. In der Elektro-Arena, bitte. In der Arena-Leiter, also wollte ich sagen. Nein, nicht beim Arena-Leiter. Aber in der Elektro-Arena stirbt ein Boden-Pokémon, da muss irgendwas falsch laufen. Geduld. Da, Tonanlago. Nee, Tonanlaget. Wow, das ist der Rapper. Die sind beide in der vierten Arena gestorben. Weiß ich nicht mehr. Du bist bei Gold. Du hast zwei von den Dingen angehabt? Ja. Tank? Ja. Wirklich Tank? Ja. Unbedingt. Oh, Christian. Ich weiß, das ist mit. Das Wort, was ich meine, wird mit A geschrieben, aber ich hab's trotzdem mit E geschrieben, weil es nicht Tank heißt, sondern Tank. Ja, aber deine Spitznamen sind so dämlich. Ist egal, da ist mein erstes Garados. Das hat die Elektro-Arena gemacht. Kein Wunder, dass es tot ist. Das ist mir vor mit Level 42, glaubst du, er levelt so viel? Nee. Klar! Das ist Raphael 2. Das ist zwar ein bisschen zu leicht, aber trotzdem. Guck mal, ich je eingesetzt habe. Geradax. Oldie! Geil. Das waren 4 A's, das sind 5 A's. Warte mal, du hast sowohl. Ach, stimmt, du hast sie doch geplättet, ne? Ich hab 6 Zickzacks gefangen. Ne, ich hab die Legis habe ich nicht gefangen. Gekillt, ja. Ne? Ich hab alle Legi bis auf Latias gekillt. Und den will ich nicht. Also wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Tschüss.